Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Durch den Klimawandel schmilzt das ewige Eis am Nordpol und gibt neue Räume frei. Für Ressourcenabbau und für den Schiffsverkehr, aber auch für neue Konflikte um Einflusssphären, Rohstoffe und strategische Positionen. Der Politikwissenschaftler Michael Paul hat darüber ein Buch geschrieben. Das Gespräch mit ihm führt Dominik Lessmeister, Redakteur beim ZDF. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich spreche nun mit Michael Paul über sein Buch »Der Kampf um den Nordpol, die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte«. Guten Tag, Herr Paul. Hallo, Herr Lessmeister. Herr Paul, Sie sind ja Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Diese Stiftung berät ja die Bundesregierung. Sie haben sich wissenschaftlich mit der Arktis beschäftigt, haben ein Buch veröffentlicht, aber sind auch in diversen Gremien zu dem Thema. Herr Paul, wem gehört eigentlich die Arktis und wem gehört der Nordpol? Und welche vertraglichen Grundlagen gibt es, um dieses Gebiet, was ja, glaube ich, nicht so ganz genau zuordbar ist, zu beschreiben? Ja, es gibt verschiedene Definitionen der Arktis, aber eigentlich ist es alles über dem 66. Breitengrad. Und im Unterschied zur Antarktis ist die Arktis ein Meer, das Kontinentalstaaten umgeben, während es sich bei der Antarktis um einen Kontinent handelt, der von Meer umschlossen ist. Und anders als im Falle der unbewohnten Antarktis, wo es ja bekanntlich hauptsächlich Pinguine gibt, gibt es auch keinen Arktis-Vertrag, sondern es gilt das Seerecht, also das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Und da hat der jeweilige Küstenstaat gemäß Seerecht souveräne Rechte im Küstenmeer, im Luftraum, darüber und im Meeresboden. Das Interesse einiger arktischer Küstenstaaten wie Russland, Dänemark und Kanada geht allerdings über die ausschließliche Wirtschaftszone hinaus und richtet sich auf den sogenannten Festlandsockel. Dänemark, Kanada und Russland haben entsprechend eine Prüfung ihrer Ansprüche auf einen sogenannten erweiterten Festlandsockel bei den Vereinten Nationen beantragt und die dortige Kommission ist das zentrale Gremium, wenn es zu bestimmen gilt, innerhalb welcher Grenzen die Küstenstaaten die Ressourcen des Meeresbodens und des Meeresuntergrunds exklusiv erforschen und nutzen können. Und das beinhaltet in allen drei Fällen den Nordpol. Also der Nordpol ist bei allen von Dänemark, Kanada und Russland beanspruchten Gebieten mit dabei. Und wenn wir noch mal kurz fragen zum Schiffsverkehr, Sie sagten ja, dass es Gebiete gibt, ja, die dem internationalen Recht entsprechen und dementsprechend ist das auch geregelt. Das heißt, wir haben dann ähnliche Situationen wie jetzt in den Meilenzonen der jeweiligen Länder sonst auf der Welt. Genau, wir haben jeweils die Regelungen des Seerechts und wir haben natürlich eine ganze Reihe jeweils von nationalen und internationalen Regeln, von der Binnenschifffahrt bis zu Kriterien der internationalen Seeschifffahrtsorganisation, die dann ausgerichtet sind, jetzt speziell für die Arktis, also dass sie bestimmte Verhaltensweisen einhalten müssen. Das gilt für Marineschiffe genauso wie Kreuzfahrtschiffe. Was würden Sie sagen, was macht diese Region so wichtig? Ja, manche argumentieren, dass der Kampf um die Arktis als letzter großer Verteilungskampf auf der Erde begonnen habe, was ich etwas skeptisch sehe, aber vor dem Hintergrund des großen Interesses von China, Stichwort polare Seidenstraße und der seit 2007 schon eingesetzten Militarisierung oder Remilitarisierung der Arktis durch Russland, wurde die Arktis von der Trump-Regierung 2019 zur geopolitisch bedeutsamen Arena im Kampf um Macht und Einfluss ausgerufen. Und ja, seit 2019 begann eigentlich eine neue Zeit strategischen Engagements in der Arktis. 2007 hat Russland ja bekanntlich eine Flagge auf den Meeresboden gesetzt. Damals hat sich die Aufregung etwas gelegt danach, weil Russland damals erklärt hat, die Arktis ist russisch, beziehungsweise ein russischer Polarforscher hat es erklärt. Aber tatsächlich hat die Trump-Regierung 2019 eine neue Zeitenwende in der Arktis ausgerufen. Wenn wir ja von der Arktis sprechen, gibt es ja aktuell immer auch die Frage nach dem Klimawandel, also welche Auswirkungen wird der Klimawandel denn auf diese Region haben? Ja, die Folgen des Klimawandels sind für Mensch und Umwelt in der Arktis gleichermaßen dramatisch. Indigene Völker wie die Inuit verlieren ihre Heimat, Eisbären verhungern und mit dem Meereis tauen auch die Permafrostböden. Es sind die Ökosysteme und der Lebenszyklus vieler Menschen und Tiere betroffen, weil das Eis immer stärker schmilzt und neuerdings Regen statt Schnee fällt, sodass Tiere wie die Rentiere auf dem vereisten Boden keine Nahrung mehr finden.
Der Bestand an Eisbären und Walrossen, Seehundarten und Seevögeln geht zurück. Mit dem Meereis in der Arktis droht ein ganzes Ökosystem zu verschwinden und die Inuit ihre jahrtausendealte Lebensweise zu verlieren. Das Schwinden der polaren Meereisdecke hat allein schon gravierende Auswirkungen. Noch verheerender können allerdings die Folgen sein, die sich aus den Veränderungen an dem über 3 Kilometer dicken Eispanzer Grönlands ergeben, der ja, über 80% der Insel überzieht. Sein Abschmelzen gewann 2020 eine neue Dynamik. Die Eismassen Grönlands könnten bei 1,6 Grad Celsius Erwärmung, und in Deutschland sprechen wir ja schon von 1,7 Grad durchschnittlicher Erwärmung, komplett schmelzen. Da der Eisschild auf Land liegt, hätte das drastische Auswirkungen auf den Meeresspiegel, das Leben in den Küstenregionen und für das Klima in Europa. Also die Arktis hat sehr vielfältige Auswirkungen, direkt auch auf das Klima in Europa und in Deutschland. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir irgendwann eine weitgehend eisfreie Arktis haben werden. Und das wird ja dann auch Veränderungen haben auf, sag mal, geopolitische Bedeutung dieses Gebiets. Also Rohstoffe werden vielleicht frei, Schifffahrtswege werden ganzjährig befahrbar sein. Also das heißt, diese Entwicklung wird auch die, ja, die politischen Player da herausfordern, anders vorzugehen. Genau, das passiert auch jetzt schon, weil sich alle wichtigen Akteure zunehmend in der Arktis positionieren. Aber eine eisfreie Arktis steht noch ein bisschen in Zukunft. Von einer eisfreien Arktis reden wir, wenn es weniger als 15% des Ozeans von Meereis bedeckt ist. Das erscheint allerdings, als ich mit Arktisforschung begann, hat man noch davon gesprochen, dass es in den 2050er Jahren realistisch sein wird. Inzwischen zeigen neueste Studien, dass das schon in den 2030er Jahren, also quasi übermorgen, eintreten könnte. Allerdings sprechen wir da von den Sommermonaten, nämlich Mitte September erreicht die Ausdehnung des Meereises ihr sommerliches Minimum. Und dann wird es tatsächlich 2030er, 2040er Jahre dazu kommen, dass wir eisfreie Seeräume haben werden, in denen dann entsprechend auch natürlich Seeverkehr stattfinden kann und damit auch zunehmender Schiffsverkehr stattfinden wird. Und wie Sie angesprochen haben, können dann natürlich auch Rohstoffe besser abgebaut werden, wobei das einerseits sind sie dann zwar besser zugänglich, aber daraus wird ja keine einfaches Abbaumöglichkeiten sich ergeben. Sie müssen ja meinetwegen im Falle Grönland erstmal entsprechende Häfen und Straßen bauen, damit sie überhaupt dann zu den Fundorten gelangen können. Und dann müssen sie das Ganze über Schiff wieder zurücktransportieren. Also ob die Arktis tatsächlich dann dieser Rohstoff-Eldorado sein wird, wie manche schon vor 10 Jahren prognostiziert haben, gilt es abzuwarten. Von was für Rohstoffen sprechen wir da? Von der ganzen, also von allen mineralischen und nicht mineralischen fossilen Energien, also Öl und Gas an vorderster Stelle natürlich. Russland betreibt weiterhin eine aktive Offshore-Förderung von Öl und Gas, insbesondere Gas in verflüssigter Form, LNG-Tanker, die jetzt nach Asien insbesondere fahren werden in Zukunft. Aber sie haben die ganze Kette von Diamanten bis zu Erzen, die in der Arktis vorhanden sind, seltene Erden natürlich auch, die in Grönland abgebaut werden könnten. Da gibt es auch ein aktives Bergbauprojekt, das allerdings noch nicht genehmigt worden ist. Und darum könnte es dann auch Konflikte geben? Ja, daraus müssen nicht unbedingt Konflikte entstehen. Das Investitionsniveau ist einfach so hoch und dass Russland zum Beispiel eher bemüht ist, die Arktis stabil zu halten, um entsprechend investitionsfreundliche Bedingungen in der Arktis zu erhalten. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, Herr Paul, auch Akteure und deren Ambitionen. Vielleicht können wir mal kurz uns diese Akteure auch ansehen. Es gibt ja zum einen diesen Arktischen Rat. Funktioniert denn hier der Interessensausgleich zwischen den, sagen wir mal, Arktis-Anrainerstaaten? Ja, das hat eigentlich sehr gut funktioniert bis zu Russlands Angriffskrieg. Danach wurde der Arktische Rat quasi in Pausenzustand versetzt und ist jetzt mit der neuen norwegischen Vorsitz in einen Zustand versetzt worden, von dem man noch nicht ganz weiß, ob er zurück zu einer neuen Normalität sein wird oder ob man eine völlig neue Arktis vorfinden wird, also neue Arctic Governance Strukturen.
Bislang hat der Arktische Rat die friedliche und die konstruktive Zusammenarbeit in der Region symbolisiert. Aber jetzt mit dem Angriffskrieg und mit den Auswirkungen des Klimawandels wird dieser Raum und seine Ordnung auch neuen konkurrierenden Einflussmöglichkeiten geöffnet. Und der Krieg macht das alles noch schwieriger und einen fairen Interessensausgleich bis auf Weiteres ja sehr schwer oder fast unmöglich. Und dann schauen wir uns mal aus Sicht des Kalten Krieges diese zwei Supermächte an, die ja mit der Arktis in Verbindung stehen, das sind Russland und die USA. Welche Interessen verfolgen denn die USA? Naja, ob man Russland noch als Supermacht bezeichnen kann, ist jetzt mal abgesehen von der Größe des Landes und von Nuklearwaffen, ist eigentlich nicht mehr sehr viel übrig. Manche bezeichnen sie schon nicht mehr als Großmacht. USA ist zweifellos weiterhin eine Großmacht, hat aber in Bezug auf die Arktis, das heißt Alaska, eigentlich in den seit der Erwerbung von Alaska eine sehr zurückhaltende, bisweilen sogar unwillige Einstellung gezeigt und die Region eigentlich gegenüber anderen Regionen vernachlässigt. Ich habe sie mal als unwillige Arktismacht bezeichnet. Und das gilt eigentlich von Anfang an, also seitdem die Vereinigten Staaten 1867 den heutigen Bundesstaat Alaska für 7,2 Millionen Dollar von zaristischen Russland erworben haben, was heute in Moskau zu recht seltsamen Aussagen führt. Ein Berater Putins hat zum Beispiel die Idee geäußert, als Kompensation für Schäden, die durch den Krieg selbst verursacht wurden, eine Rückgabe Alaskas zu fordern, was natürlich ziemlich dämlich ist. Aber in diesen Zeiten werden oft sehr seltsame Dinge gefordert. Also hat Russland da noch Ansprüche, außer jetzt über die rhetorischen Äußerungen hinaus? Weil prinzipiell könnte man ja auch nach Völkerrecht sagen, hat sich Alaska das ja auch erledigt an der Stelle. Und das ist ein Bundesstaat der USA. Eigentlich ist es eine sehr eindeutige Sache, im Gegensatz zum Nordpol zum Beispiel. Und selbst da gibt es Regelungsmöglichkeiten. Aber der Verkauf Russisch-Amerikas war auch aus der Sicht damaliger russischer Akteure eine gut begründete und sehr rationale Entscheidung. Das entsprach damals dem geringen Interesse, das der Kolonie in der damaligen Hauptstadt St. Petersburg noch entgegengebracht wurde, weil sich das russische Engagement im Nordpazifik aus der Perspektive des imperialen Zentrums, also des Zaren, mehr und mehr als Belastung entwickelt hatte. Robert Kindler, der Osteuropa-Historiker, hat geschrieben, dass das auf Expansion, ich zitiere, Ausbeutung und Unterwerfung basierende Herrschaftsmodell des russischen Staates an seine Grenzen gestoßen war. Also damals konnte das Imperium eben seine kleine arktische Kolonie weder versorgen noch verteidigen. Damals hat der Zar also sehr gut erkannt, dass so eine periphere Kolonie nicht im Interesse des Zarenreiches ist. Russland verfügt im Arktisraum über den größten Anteil an Territorium. Ja, welche Interessen hat Russland? Ja, Russland hat etwa 50% der Arktis als Territorium, also das arktische Zone der Russischen Föderation, bezeichnen wir das genauer gesagt. Und im Gegensatz zu den USA ist die Arktis für Russland ein integraler, politisch, kulturell, wirtschaftlich und militärisch wichtiger Bestandteil der Föderation und hat sogar eine mystisch überhöhte Bedeutung in der Geschichte Russlands. Also so als die Herausforderung oder als ein Ort, in dem sich Russland vom Westen absondern konnte. Die Arktis dient zugleich als Grundlage, um Russlands Rolle als Großmacht zu behaupten und abzusichern. Das russische Wirtschaftsmodell beruht bekanntlich überwiegend auf der Nutzung fossiler Ressourcen, die in der Arktis reichlich vorhanden sind und damit die Rolle als Energiemacht nach den USA begründen. Arktische Energieressourcen sind die zentrale Säule für Russlands Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren. Zudem dient der arktisch-nordatlantische Raum militärisch als Bastion für Abschreckung und Verteidigung. In dieser Zone konzentrieren sich laut Wladimir Putin, ich zitiere, praktisch alle Aspekte der nationalen Sicherheit, also militärische, politische, wirtschaftliche, technologische sowie jene, die Umwelt und Ressourcen betreffen. Sie hatten es ja schon eben erwähnt, dass mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sich ja die Beziehungen auch im Arktischen Rat verändert haben. Was hat sich durch diesen Krieg auch verändert, vielleicht auch in den Interessen Russlands an der Arktis? Naja, Russland hat sich mit seinem Angriffskrieg massiv selber geschädigt und seine eigenen Interessen eigentlich schwer in Mitleidenschaft gezogen. Letztlich ist China eigentlich der einzige Gewinner oder hat am wenigsten Nachteile aus diesem Krieg bisher gezogen.
weil es seinen Einfluss auf Russland verstärken konnte. Und jetzt mit einem Vertrag in Murmansk zwischen der chinesischen Küstenwache und der russischen Grenzschutz letzten Endes auch Zugriff auf die Arktis bekommen hat, wie es bis dato eigentlich unter Experten fast unvorstellbar gewesen ist. Also insofern gibt es einen direkten Einfluss des russischen Angriffskrieges auf die eigene Situation vor Ort. Russland hat sich selbst geschwächt und wird mehr und mehr zum Juniorpartner Chinas. Und das ist so, dass Russland in der Vergangenheit zu Chinas Ambitionen durchaus kritisch eingestellt war, was die Arktis angeht, oder? Dass wir das vielleicht nochmal damit einordnen könnten. Ja, das habe ich im Buch eigentlich relativ ausführlich geschildert, was sehr wichtig ist zu verstehen, dass Russland Chinas Ambitionen auf die Arktis eigentlich zunächst sehr ablehnend begegnet ist. Es hat auch jahrelang mit den USA gemeinsam verhindern wollen, dass China ein Beobachterstaat im arktischen Rat wird. Also man hat da China doch ziemlich hingehalten. China dagegen hat ziemlich früh ziemlich ambitionierte Pläne entwickelt und hat es dann letzten Endes durchgesetzt. Und der Angriffskrieg Russlands hat die Position Chinas eindeutig gestärkt. Schauen wir zu einem weiteren Land, Kanada, das ja, glaube ich, als Staat auch eine Identifikation zur Arktis hat, auch vielleicht eine stärkere als die USA. Ja, welche Interessen verfolgt Kanada? Ja, da heißt es in der kanadischen Nationalhymne True North, Strong and Free. Und damit ist eine Identifikation mit dem Norden verbunden, die im Gegensatz zu dem ziemlich distanzierten Verhältnis der USA zu ihrer Exklave Alaska steht. Der frühere Premierminister Stephen Harper hat mal gesagt, die Arktis habe fundamentale Bedeutung für Kanadas nationale Identität. Allerdings waren die meisten Kanadier noch nie in der Arktis und sind mit den einzigartigen Herausforderungen der Region nicht vertraut. Auch hier gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Das ist ähnlich wie Finnland und Norwegen auf ihren Norden sehen und oder die Bayern auf Norddeutschland. Wenn wir uns die europäischen Staaten anschauen, Dänemark, Norwegen, Schweden, was eint die Länder vielleicht im Interesse? Island ist ja auch, gehört ja auch noch dazu, Finnland. Also was eint die Länder im Interesse? Welche Interessen verfolgen sie? Naja, die Länder haben insgesamt eigentlich jahrzehntelang versucht, eine abgewogene Haltung zu Russland zu haben. Norwegen hat eine relativ gute Politik, sowohl der Abschreckung als auch der Annäherung bzw. des Ausgleichs mit Russland verfolgt. Letzten Endes ist das Verhältnis aller nordeuropäischen Staaten vom Verhältnis zu Russland geprägt, als des größten Anrainers und des militärisch stärksten Anrainers in der Arktis. Insofern hat man im Arktischen Rat dann mit seinem Schwerpunkt auf Klima und Umwelt und nachhaltiges Wirtschaften viele gemeinsame Interessen gefunden und leider sind diese alle eben durch diesen Angriffskrieg jetzt verschütt gegangen und auch die, wo wir Deutsche natürlich auch sehr aktiv sind, war Alfred Wegener Institut, die Klimaforschung in der Arktis musste eingestellt werden und wir haben uns jetzt eigentlich alle auf Kanada, auf Grönland, auf die nördlichen arktischen Regionen der nordeuropäischen Staaten zurückgezogen, um dort die Arktisforschung und die Klimaforschung weiter zu betreiben, die insgesamt natürlich im Interesse aller in der Arktis befindlichen Staaten und natürlich auch im Interesse Deutschlands ist. Wenn Sie Deutschland erwähnen, Deutschland ist ja jetzt kein Anrainerstaat, hat Deutschland Interessen an der Arktis? Klar, wir sind einfach von der Klimaentwicklung der Arktis direkt betroffen. Sie können aus den vielen Publikationen der Kolleginnen und Kollegen aus Potsdam, vom Potsdam-Institut für Klimaforschung, recht gut rauslesen, welche direkten und indirekten Effekte das hat, von den Wetterextremen mal ganz abgesehen. Insofern sind wir stark an der Arktis interessiert, aus klimapolitischer Sicht, aber natürlich auch außen- und sicherheitspolitisch ist die Arktis für uns wichtig. Ich spreche immer vom arktisch-nordatlantischen Raum, den wir im Auge zu betrachten haben. Das geht de facto vom hohen Norden, also dem subarktischen Raum, über die Nordsee, Ostsee bis hin zum Schwarzen Meer, was wir aus sicherheitspolitischer Sicht im Auge behalten sollten. Sie hatten ja eben Grönland kurz erwähnt. In Ihrem Buch haben Sie das natürlich nochmal ausführlich erläutert.
Ich würde doch eine kurze Frage dazu nochmal stellen. Grönland ist ja ein Teil von Dänemark bisher noch. Es gibt gewisse Autonomiebestrebungen, vielleicht auch Unabhängigkeitsbestrebungen. Ist das realistisch? Was würde sich da verändern? Und könnte das Grönland überhaupt, weil natürlich auch die Amerikaner mit einer großen Airbase auf Grönland wahrscheinlich so eine komplette Autonomie oder eine komplette Rausnehmen aus dem Einflusszonengebiet wahrscheinlich nicht mitmachen würden? Ja, ein spannendes Thema. Meine nächste Studie wird darüber sein, aber Grönland, ja, das Verhältnis zwischen dem Königreich Dänemark und seiner Insel, der größten Insel, die kein eigener Kontinent ist, wir sprechen ja von 2,2 Millionen Quadratkilometer, das ist allein schon faszinierend. Und wer mal drüber geflogen ist, über diese endlosen Eiswüsten, ist umso mehr fasziniert. Aber zu Ihrer Frage, ja, 98% des Territoriums des Königreichs besteht aus Grönland, wenn ich es richtig hinkriege, genau, und wiederum 98% der Einwohner des Königreichs leben in Dänemark. Daraus sehen Sie, Grönland ist ziemlich dünn besiedelt, es sind knapp 60.000 Menschen, die dort leben. Insofern ist allein schon verteidigungspolitisch relativ wenig Möglichkeiten, bestehen relativ wenig Möglichkeiten. Sie können dann nicht einfach Streitkräfte aufstellen, daran sind auch die Grönländer nicht interessiert. Insofern brauchen sie zu ihrem Schutz die Unterstützung der dänischen Streitkräfte nach wie vor, allein schon für ihre maritime Sicherheit. Und ein Abtrennungsprozess oder eine Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark ist schlichtweg im Augenblick nicht für die Grönländer zu leisten, weil sie es nicht bezahlen können. Über 90% der Einnahmen Grönlands stammen aus dem Fischfang. Also sie müssten dann schon massiv in die schon erwähnte Ressourcenpolitik investieren und Bergbau betreiben, damit sie sich tatsächlich die Unabhängigkeit leisten können und die eigene Unabhängigkeit auch die eigene Regierung bezahlen könnten. Und sie müssten wahrscheinlich auch, wenn man die USA mit reinnimmt, die ja Grönland auch strategisch, da ist ja diese Thule Airbase, die sie auch strategisch bedeutsam finden, das wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach, da jetzt mal ein bisschen gesponnen, wenn jetzt Grönland eine Partnerschaft mit China machen würde, für Rohstoffe zu explorieren, zum Beispiel nochmal. Ja, China hat ja versucht, in Grönland Fuß zu fassen und ist von Dänemark abgewiesen worden. Sie wollten ja die neuen zwei Flughäfen bauen und hätten damit natürlich eine wichtige Infrastruktur in Besitz gehabt. Nee, ich denke, die USA, letzten Endes ist Grönland ja eigentlich nordatlantisches Gebiet. Also vom Kontinent her gehört es eher zu Amerika als zu Europa. Insofern ist es auch im direkten strategischen Vorraum der USA und damit militärstrategisch natürlich bedeutsam. Und die Grönländer werden einen Teufel tun, sich den Chinesen zu stark anzubiedern. Damit würden sie in Konflikt geraten mit den USA, die sie auch handelspolitisch einfach näher sind und wichtiger sind als China. Sie hatten eben auch die indigene Bevölkerung im Arktisraum angesprochen. Werden eigentlich die Interessen der Indigenen beachtet? Wir haben ja auch in der gesellschaftspolitischen Debatte ja auch Veränderungen, dass man auch indigene Völker und indigene Abstammungen mehr auch beachtet. Findet das statt oder wird da trotzdem über die Köpfe entschieden? Ja, es wird natürlich beachtet, aber immer noch zu wenig. De facto hat sich trotz der Mitgliedschaft im Arktischen Rat wenig an der ziemlich marginalen Beteiligung indigener Völker an den politischen Entscheidungsprozessen verändert. Im Falle des Inuit Circumpolar Council, also des ICC, hat Alaskas ICC-Präsident Jimmy Stotz mal beim Treffen des Arktischen Rates vor 2 Jahren kritisiert, dass Partizipation die eine Sache sei und Einfluss eine andere. Was nütze die Teilnahme, wenn niemand zuhört und ihren Anliegen nicht die Aufmerksamkeit geschenkt wird? Also da ist noch vieles zu tun und in der Tat ist die Aufmerksamkeit, die indigenen Völkern zuteil wird, jetzt durch diese Pause im Arktischen Rat glücklicherweise etwas gestiegen und werden die indigenen Völker mehr beachtet und mit einbezogen als zuvor. Da gibt es aber noch Luft nach oben. Wir hatten ja eben von China auch gesprochen. Kein Anrainerstaat, trotzdem mit Interessen. Wieso hat Peking so ein Interesse an einem Gebiet, das ja doch auch ein bisschen entfernt ist von seinem traditionellen Einflusszonen? Ja, das ist auf jeden Fall kein naher Arktisstaat, wie er sich selbst bezeichnet hat.
Das ist auch eher daraus zu erklären, dass China natürlich von den Auswirkungen auch des Klimawandels betroffen ist. Das ist allerdings nicht allein, das ist auch Indien mit dem Himalaya, der oft als dritter Pol bezeichnet wird. Naja, aber China hat große Ambitionen und Staats- und Parteichef Xi Jinping hat 2014 China als polare Großmacht sogar erklärt, also sowohl Nord- und Südpol betreffend, nachdem es im Jahr zuvor den Beobachterstatus im Arktischen Rat erhalten hatte. Damals hatten Vertreter der chinesischen Polarpolitik erstmals öffentlich erklärt, dass das Ziel einer polaren Großmacht eine Schlüsselkomponente der Strategie Pekings sei. Der Anspruch spiegelt also das neue Selbstbewusstsein der Volksrepublik und ihre globale Reichweite. Also ähnlich wie die Belt and Road Initiative ja auch globale Reichweite hat. China hat vielfältige, darunter eben auch strategische Interessen in der Arktis. Im Rahmen der Belt and Road Initiative gilt das Nordpolarmeer als dritter wichtiger Korridor der neuen Seidenstraßen nach dem Landkorridor durch Zentralasien und dem indopazifischen Seeweg bis in das europäische Mittelmeer. Und mit der schon erwähnten Abkommen von Murmansk wird künftig die chinesische Küstenwache wohl auch in der nördlichen Seeroute vor Russland navigieren. Und das ist eine ziemlich klare Demonstration des Machtanspruchs der Volksrepublik. Glauben Sie denn, dass das ja auch zu Gegenreaktionen führen wird? Also werden die USA das tolerieren? Russland wird es müssen, in Anführungszeichen, weil man China braucht jetzt in diesem Krieg in der Ukraine. Aber wie sehen das die Europäer? Wie sehen das die USA? Wie sieht das Kanada? Ja, Kanada wird mehr in U-Boot-Kriegführung investieren müssen. U-Boote sind natürlich einer der Schwerpunkte der militärischen Aufrüstung Chinas. Und die wird sich irgendwann auch in der Arktis auswirken. Das ist ziemlich klar absehbar. Aber insgesamt hat die USA, wie gesagt, sind eher eine unwillige Arktismacht und haben eigentlich jetzt erst in der Biden-Administration angefangen, sich tatsächlich etwas intensiver mit der Arktis zu befassen und auch militärisch entsprechende Überlegungen zu konkretisieren und auch entsprechend zu finanzieren. Insofern wird die USA auf jeden Fall reagieren, aber das wird einige Zeit dauern. Sie haben ja allein von den Eisbrechern her wahrscheinlich die ersten Polar Security Cutter sind für 2026, 2027 zu erwarten. Also es dauert noch ein paar Jahre. Während Russland ja über 40 Eisbrecher hat und China schon am dritten Eisbrecher baut. Also da ist China theoretisch besser aufgestellt bei den Eisbrechern als die USA, die dann dafür eher auf ihre europäischen arktischen Partner zurückgreifen muss. Also hier ist USA und Kanada auch auf die Zusammenarbeit mit den europäischen Arktisstaaten angewiesen. Glauben Sie denn, dass es auch in Zukunft einen militärischen Konflikt um die Arktis geben könnte? Oder ist die Region doch durch die einfach auch Witterungs- und klimatischen Bedingungen nicht der ideale Ort, um jetzt kriegerische Auseinandersetzungen zu führen? Genau, das ist völlig richtig erkannt. Theoretisch ja, praktisch ist die Arktis auch zum Krieg führen ziemlich schlecht geeignet. Und allein, also im Augenblick kann ich mir gerade gut die Frage von Svalbard, also Spitzbergen im Deutschen, oder die Frage des Festlandsockels könnten ja einen Kampf, aber wahrscheinlich eher einen diplomatischen Kampf um den Nordpol auslösen. Um das zu eskalieren, müsste Russland die Empfehlungen der Kommission der Vereinten Nationen ignorieren, die ich erwähnt habe. Und ähnlich wie China im südchinesischen Meer eigenes Recht setzen. Aber das braucht es eigentlich nicht. Russland hat im Februar von der Festlandsockel-Grenzkommission ja signalisiert bekommen, dass ihre Ansprüche soweit angemessen sind. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Ansprüche von Dänemark und Kanada behandelt werden. Und dann wird man sich, denke ich, auf diplomatischen Wege einigen. Allein der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der wirklich dumm war und falsch und schrecklich ist, hat früher irrealistischen Szenarien Raum gegeben. Aber trotzdem halte ich einen Krieg, eine kriegerische Auseinandersetzung in der Arktis nach wie vor als wenig wahrscheinlich. Das heißt, an der Stelle kommt man auch nicht drum herum, dass die
arktischen Staaten auch hier miteinander sprechen, auch im Arktischen Rat. Und dass es klar jetzt diese Isolierung von Russland gibt, aber dass man auf eine längere Perspektive da auch verhandeln und diplomatisch agieren muss. Ich denke, auf längere Sicht müssen sich die Arktis-Anrainer inklusive Russland und dann wahrscheinlich auch mit Beteiligung Chinas auseinandersetzen. Ich bin selbst in einer Arbeitsgruppe, die sich mit vertrauensbildenden Maßnahmen für die Arktis beschäftigt und wo man dann informell auch wieder in Gespräche eintreten muss, um die Situation zu stabilisieren. Jetzt kann man ja sagen, der Klimawandel schafft eine neue Arktis. Welche Chancen bieten sich denn dann da auch zum Schluss vielleicht? Ja, es ist und bleibt ein ziemlich komplexes Thema. Je nach Standpunkt steht die Arktis kurz vor der Katastrophe. Ist eine reiche Schatzkammer oder ein Hotspot mit militärischem Eskalationspotenzial? Das ist ziemlich vielfältig, was da an Szenarien gibt. Letztlich sage ich immer, dass die Arktis nie eine Region fernab aller Konflikte war. Das geht einfach nicht. Aber nun wird sie zunehmend zum Raum widerstreitender Interessen. Vielleicht wandelt sich die Arktis zu einem neuen zivilisatorischen Ziel und der Kampf wird zum Wettstreit um bessere und nachhaltige Lösungen für die globalen Folgen des Klimawandels. Es ist auf jeden Fall eine neue Arktis, in der Ansätze zum Wohl und zur Sicherheit aller realisiert werden können, solange der Nordpol als Orientierung für Frieden und Zusammenarbeit dient und nicht das Objekt nationalistischer Politik wird. Ich bleibe letzten Endes optimistisch. Die neue Arktis bietet aus meiner Sicht weiter Gründe für Zuversicht. Herr Paul, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Und das Buch »Der Kampf um den Nordpol, die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte« von Michael Paul ist im Herder Verlag erschienen und ist über die HLZ für eine Bereitstellungspauschale von 3 Euro erhältlich. Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.